Fritz Walter, erster DFB-Ehrenspielführer und erster deutscher Fußball-Superstar. Beim Wunder von Bern ist er der Kopf der Mannschaft, führt die BRD 1954 im Endspiel gegen Ungarn als Kapitän zum ersten Weltmeistertitel ihrer Geschichte. Herbert Zimmermann, da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Aus. Deutschland ist Fußball-Weltmeister, ja. Fantastisch schön. Wir sind natürlich auch schnell Freunde geworden, weil mir seine Art, seine bescheidene Art, trotz Weltklasse-Spieler gefallen hat. Insofern war das ein ganz wunderbares Verhältnis und ich habe viel, viel von ihm gelernt. Als der 1920 geborene Walter den Pokal entgegennimmt, ist er schon 33. Der Zweite Weltkrieg hat ihn der wichtigsten Jahre als Fußballer beraubt. Erst mit über 30 feiert er seine größten Erfolge. Neben dem WM-Titel holt der Spielmacher in den 50ern auch zweimal mit seinem ersten FC Kaiserslautern die deutsche Meisterschaft und beeindruckt spätere Weltstars. Das war natürlich immer angenehm, wenn man einen erfahrenen Mann hatte. Und vor allen Dingen war Fritz ein ruhiger, aber sehr netter Kerl und Freund vor allen Dingen und der auch jüngeren Leuten geholfen hat. Der Fritz ist ein Schatz, ist ein liebenswerter Mensch, der im Fußball, brauchen wir uns nicht unterhalten, im Fußball ein absoluter Weltklasse-Spieler war, obwohl eigentlich wenig sichtbar ist, weil in der damaligen Zeit gab es kein oder kaum Fernsehen. Deswegen ist wenig Bildmaterial von ihm vorhanden, was natürlich schade ist. Aber der Fritz war für mich mit Abstand der wichtigste Spieler in diesem Jahrhundert. Fritz Walter gilt als Ehrenmann. Fleißig, diszipliniert, geradlinig. Bundestrainer Sepp Herberger schätzt ihn als klugen Ansprechpartner, als verlängerten Arm auf dem Spielfeld. Später wird er sogar Trauzeuge seines Kapitäns. Die beiden Macher verbindet eine tiefe Freundschaft. Der 61-malige Nationalspieler ist bei den Fans auch deshalb so beliebt, weil er bodenständig bleibt und lukrative Angebote, unter anderem 500.000 Mark von Atletico Madrid, ausschlägt. Bei der WM 1958 in Schweden glänzt der beschlagene Techniker mit 37 ein letztes Mal und führt sein Team bis ins Halbfinale. Zwei Jahre später dann der Rücktritt vom Fußball als tugendhaftes Vorbild. Das, was er gesagt hat, hat Hand und Fuß gehabt. Und wenn man das nicht übernommen hätte, was er gesagt hat, dann wäre man sehr dumm. Nach der Spielerkarriere wird Fritz Walter unter anderem Kinobetreiber, Berater und Trainer beim aufstrebenden SV Alsenborn, der fast sogar in die Bundesliga stürmt, oder Autor mehrerer Sportbücher. Außerdem erhält er das Bundesverdienstkreuz und in Kaiserslautern wird das Stadion nach dem Ehrenbürger der Stadt benannt. Der Volksheld ist auch in seinen späten Jahren wohlhabend und berühmt, vor allem aber skandalfrei. Ein Mann der positiven Attribute. Bescheidenheit. Und ich glaube, Leistung bringen und nicht so viel darüber reden. Angeber können wir nicht gebrauchen. 2002 stirbt der sportliche Gründervater der Bundesrepublik im Alter von 81 Jahren. Es bleiben Erinnerungen an einen feinen Menschen, an Deutschlands ersten Fußball-Superstar.